Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. So, wir werden weiterhin diese Halbinsel hier erkunden. Ein bisschen was haben wir noch vor uns, vor allen Dingen die komplette westliche Hälfte von dieser Insel. Aber zuallererst schließen wir erst einmal diese Seite der Insel ab, zumindest größtenteils. Hier haben wir ja eigentlich schon alles abgesucht, soweit ich weiß. Das meiste habe ich mir hier schon angeguckt. Gut, vielleicht hier noch einmal ganz kurz vorbeischauen, weil hier noch eine kleine Stadt zu sein scheint. Aber eins nach dem anderen. Erstmal schaue ich mich hier nochmal etwas genauer um. So. Da bin ich gespannt. Ach ja, ich muss schon sagen, Elden Ring genieße ich bislang wirklich sehr. Ne, die Tatsache, dass man quasi überall einem Boss begegnen kann, in freiem Feld, mitten auf der Straße, man kann überall einen Mini-Dungeon entdecken und am Ende befindet sich dann auch nochmal ein kleiner Boss, ist einfach nur Hammer. Also, das Dark Souls-Konzept noch einmal in eine Open World gepackt, muss ich sagen, gefällt mir bislang schon ziemlich gut. Hallo Sternenlichtsplitter. Was genau kann ich mit den Dingern eigentlich nochmal anfangen? Ich schaue mir die Dinger noch einmal ganz kurz im Inventar an. Objektherstellungsmenü. Über das Objektherstellungsmenü könnt ihr verschiedene Objekte aus gefundenen Materialien herstellen. Wie ihr noch andere Objekte herstellt, lernt ihr aus gefundenen Rezepten. Okay, Sternlichtsplitter. Die sahen ja recht einzigartig aus. Also sollte ich die eigentlich relativ schnell finden. Oder sind die hier gar nicht... Weil irgendwie finde ich die überhaupt nicht. Merkwürdig. Die bestehen ja von dem Itembild her nur aus so einem kleinen blauen Streifen. Also... Warum habe ich jetzt nichts im Inventar, das so aussieht? Ich bin leicht verwirrt. Unter den benutzbaren Sachen. Ein flüchtiger Splitter, der blau leuchtet. Die Überreste einer Supernova. Nutzen, um schrittweise FP zu regenerieren. Ach ja, dafür waren die Dinger. Ein wertvoller Gegenstand, der in der ewigen Stadt einst als Zutat für berauschende Tränke verwendet wurde. Genau. Deswegen hüte ich mich auch davor, die Dinger zu benutzen. Weil ich mir denke, die werde ich bestimmt noch irgendwann später für irgendwas zum Herstellen benutzen. Die werden mir bestimmt nützlicher sein, wenn ich sie behalte, als wenn ich sie jetzt einfach so irgendwie mitten im Spiel benutze, ohne triftigen Grund. Ich habe ja meine Mana-Tränke, mit denen komme ich bislang gut klar. Und ja, dann schauen wir demnächst auch nochmal weiter. Okay. Wow. So. Okay. Ein kleiner See. Wow, hi. Oh, wow, wow, wow. Okay. Oh, wow, wow, hi, da ist ja noch einer. Ja, Mensch. Kleines Wolfsrudel. Ich habe nur den einen gesehen. Die anderen, keine Ahnung, wo die waren. In den Büschen versteckt. So. Ah, hier ist doch der Eingang. Oh. Wow, alle drei auf einmal erwischt. Krass. Okay, gerade eben hat schon leicht eine Musik angefangen zu spielen. Aber hat gleich wieder aufgehört. Okay. Hier sind wieder ein paar Ruinenfragmente. Nehme ich natürlich wieder mit. So. Hier vielleicht noch eins. Nö, aber drei Stück reichen ja auch bei einer Ruine. Ist auf jeden Fall schon mal eine gute Ausbeute. Auch wenn ich die Dinger bislang nicht wirklich genutzt habe. Aber egal. Irgendwann werden sie definitiv noch nützlich sein, wenn ich mal... so einen kleinen Bonus brauche. Hallo, was ist das denn jetzt für ein großer Turm? Unerwartet das runter und dann hoch suchen. Ich schätze mal,
Nee, das wird nicht gehen. Da kommen wir definitiv nicht so hoch. Auch wenn es theoretisch danach aussieht, aber... Nee, ich riskiere es nicht. Keine Ahnung, ob da überhaupt irgendetwas ist, wofür es sich lohnen würde. Ich wage es ehrlich gesagt zu bezweifeln. Aber, keine Ahnung, vielleicht schalte ich ja irgendwann noch den Dreifachsprung für mein Pferd frei. Aber solange da, die Möglichkeit weder vorgestellt noch erworben wird, belasse ich es erstmal dabei. Und ja, kehre eventuell später noch einmal zurück, wenn ich doch ein bisschen höher oder öfter springen kann. So, okay, damit habe ich die Umgebung des Turms abgesucht. Was zur Hölle? Oridis Turm. Aha. Sieht aus wie ein magisches Siegel. Ja, lässt sich auch nicht durch Magie irgendwie einreißen, die Mauer. Okay, sieht aus wie ein Siegel, das erstmal noch gebrochen werden muss. Wow, 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 hi. Moment mal. Das habe ich ja vorher gar nicht gesehen. Sucht drei weise Bestien. Ah. Okay. Danke für den Hinweis. Dann weiß ich schon mal Bescheid. Drei weise Bestien, alles klar. So, dann würde ich sagen, ich werde den nächsten Marker dort platzieren. Den natürlich am besten entfernen. Sonst verwirre ich mich selbst nur durch zu viele Wegweiser oder Wegmarkierungen. Wow, was zur Hölle? Ach so, au! Mensch. Einmal kurz rasten. Ich dachte auch kurz, diesen Ort der Gnade habe ich eventuell noch nicht entdeckt. Aber nee, nee, den habe ich ja... Von dort habe ich ja gestartet. Oh, kurz die Orientierung verloren. Sodele. Oh, das ist ein kleines bisschen... Aber hier gab es ja den Übergang, den ich genutzt habe, um überhaupt hier hochzukommen. Den nutze ich mal natürlich auch für den Rückweg. Ach ja, das da oben waren ja Statuen, ne? Hab mich kurz noch einmal gewundert. Da war ja erstmal nichts weiter. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe weiterhin noch vor, diese Halbinsel zu Ende zu erkunden. Schauen, was mich hier noch so alles erwartet. Was zur Hölle? Erzähl mir nicht, der Wegpunkt führt mich jetzt zu einem Plateau. Das ich so an sich eigentlich eventuell gar nicht erreichen kann. Naja, wobei, hier ist ein Pfad. Also vielleicht ja doch. Wow, was habe ich denn jetzt gerade gekriegt? Ein paar Gratis-Runen. Auch nett. Wow, hi. Wow. Au. Du Sau. Oh Mann. Moment. Aber vorher noch einmal ganz kurz. Hier drumrum reiten, weil ich mir kaum vorstellen kann, dass es da keinen Weg nach oben gibt. Und die Brücke, die führt mich gefühlt schon mal in das nächste Gebiet. Aber ich würde gerne eins nach dem anderen machen. Ah. Hm. Okay, wow, was war das? Wieder ein Pilz? Ein Leuchtpilz? Nee, ein Ruinenfragment. Okay. Hier noch eins. Ja. Bis jetzt leider noch keinen alternativen Weg nach oben gefunden, beziehungsweise überhaupt mal einen Weg. Was heißt hier alternativ? Was ist da denn? War ich hier in der Ecke schon mal? Ich glaube nicht. Gelbe Glut. Wow, hi. Oh, böse Ratten mit roten Augen. Weg mit euch.
Okay, goldene Runen, gelbe Glut. Ha. Was ist das hier für eine Hütte? An der es sogar gruselige Ratten mit roten Augen gibt. Immer noch kein Schlaf. Okay. Ja, interagieren kann ich mit der Tür 0. Heißt das, ich muss eventuell über das Dach rein? Weil andere Wege sehe ich hier partout nicht. Naja, wir können es ja mal versuchen. So, jetzt bin ich auf dem Dach. Und nu? Erstens zu hoch. Hä? Einmal durch den Schornstein. Ho, ho, ho. Okay, muss ich eindeutig noch üben. Ho, ho, ho. Immer noch kein Angriff. Aha. Ganz komisch. Immer noch keine Möglichkeit, hier reinzukommen. Hä? Schon merkwürdig, ne? Hier ist schon so eine markante Hütte. Aber nichts, was ich damit anstellen kann. Wow, außer weitere Ratten mit roten Augen zu finden. So. Rovafrucht lassen die fallen. Aha. Davon abgesehen, ich höre hier noch weitere Ratten. Was ist zur Hölle? Wow, hi! Okay. Ah. Zum Glück hat ein Schlag ausgereicht. Gelbe Glut wieder. Mal. Okay. Ich sollte bald dort ankommen. Auf der Map ist hier... Wow, 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 wow. Alter! Was zur Hölle? Der war dabei, mich in Brand zu stecken, oder was? Hoppala. Was haben wir hier? Goldene Rune 2. Okay. Wow. Da kann ich eindeutig rüber. Aber auch hier wieder, eins nach dem anderen. Klar, ich kann auch da hinten über die Brücke, die ich entdeckt habe, rüber. Keine Ahnung, was am Ende den großen Unterschied macht. Leidendes Dorf. Okay. Wahrscheinlich wegen den Ratten, ne? Holzschild mit Flammenwappen. Nicht schlecht. Servus. Böse Ratte. Böse Ratte. Ja, wobei, den letzten Schlag kann ich eigentlich genauso gut mit dem Schwert machen. Da muss ich ja keine Magie für einsetzen. Ich habe halt immer noch Ratten. Die umgeben ja echt das ganze Dorf. Au. Au, nein. Eng. Ich wäre nicht mehr rechtzeitig, glaube ich, zu der Heilflasche gekommen. Ey. Ganz, ganz komisch. Servus, Leute. Ist da wieder so ein blaues Siegel? Nee, das ist der Wegpunkt. Ich dachte schon. Servus, Leute. Oh, wow, hey, hey. Ich dachte, ihr leidet. Was soll denn der Scheiß? Ich komme nur hier vorbei, um zu fragen, ob ich euch helfen kann. Wow, Triple Kill. Und die attackieren mich direkt. Die müssen ja verzweifelt sein. Wenn die jeden harmlosen Wanderer, der hier vorbeikommt, direkt attackieren. Zack. Wow. Insta-Kill.
Wahrscheinlich, weil die Ratte mich noch nicht gesehen hat. Alles klar. Aber ein anderes Gebäude lässt sich hier vermutlich nicht betreten, oder? Ich schätze mal nicht. Sieht zumindest nicht danach aus. Ich habe ja schon den einen Schild gefunden. Da hinten das Haus sieht betretbar aus. Ist es leider auch nicht. Mist. Okay. So, was ist denn da hinten? Das da sieht auf jeden Fall sehr besonders aus. Servus. Ja, nice. Kann ich ja genauso gut mit dem Schwert niederkloppen, die Typen. Wow, 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 wow. Oh, au, au, au. So. Meine Flaschen wurden wieder aufgefüllt. Perfektes Timing. Die gelbe Glut hier nehme ich natürlich auch nochmal mit. Oh Mann. Gelbe Glut. Ja, wer auch immer die armen Seelen gewesen sind, die da jetzt an dem Pfahl gebunden und verbrannt worden sind. Wow, hallo, was zur Hölle? Täuferkirche von Kalu. Was? Oh nein. So. Okay. Alter, und da hinten ist nochmal eine ganz große Ratte. Oh nein, ich Idiot. Nein, das gibt's doch nicht. Yes, Double Kill. Okay. Alles nochmal gut gelaufen. Was gedroppt haben die nicht? Nee, das ist nur die Nachricht gewesen, mit der ich interagieren konnte. Gut. Was war das? Die rasende Flamme. Okay. Achtung vor wertvolles Objekt. Heilige Träne. Okay. Schaue ich mir mal direkt an. Das eine war ja schon ein Zauber. Das andere eindeutig ein wichtiger Gegenstand. Also manche Gegenstände, die scheinen gar nicht hier... Ach, Moment, das ist die Objektherstellung, ich Idiot. Ach, deswegen war ich vorhin im Part auch so verwirrt. Kein Wunder, dass das Zeug dann hier auch nicht aufgetaucht ist. Okay, da haben wir heilige Träne. Ah, dies ist nur noch ein schwaches Überbleibsel vom Segen des Erdenbaums, der in den Kirchen aller Länder verehrt wird. Erhöht die wiederherstellende Wirkung einer Heiligflasche, kann nach Erholung an einem Ort der Gnade verwendet werden. Im Zeitalter des Erdenbaums wurden diese Tränen zur Verbreitung des Glaubens eingesetzt, denn sie gewährten einst einen gewissen Segen. Perfekt. Dann hätten wir schon mal sowas und der Zauber... Anrufungen. Die rasende Flamme. Eine Anrufung der unerträglichen drei Finger. Lässt die gelbe rasende Flamme aus den Augen des Zauberers schießen. Durch Aufladen erhöht ihr die Reichweite der Explosion. Die rasende Flamme verursacht Schaden und Wahnsinn. Diese Anrufung belastet auch den Zaubernden mit Wahnsinn und ist nur gegen Befleckte wirksam. Okay. Hört sich krass an. Fast schon wie so eine Art Feuerdrache. Zumindest sieht das Bild für mich so leicht wie ein Feuerdrache aus. Ne, das links wäre dann quasi der Kopf mit dem Maul. Und das, was sich dann nach rechts hin in einen Bogen erstreckt, wäre sein Hals. Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, für den das wie ein Drache aussieht. So ein kleines bisschen. Klar, kann wahrscheinlich auch einfach nur eine Feuersäule sein, die aus dem an einer Stelle aus dem Boden und an einer anderen Stelle wieder in den Boden hineinfährt. Klar. Aber naja, mein erster Gedanke war halt direkt Drache. Okay.
leidendes Dorf, Täuferkirche von Kalu. Ja. Ich denke mal, damit hätte ich dieses Dorf sozusagen schon erkundet. Mehr gab es hier ja nicht, außer die paar Gebäude. Und die Kirche dort. Die halb zerfallene. Das wär's dann wohl, was das angeht. Mit anderen Worten, ich schaue mir das hier nochmal genauer an. Wow. Okay, so viel dazu. Da brauche ich eigentlich nichts weiter zu erkunden, obwohl... Da kann ich ganz eindeutig noch entlang springen. Die Frage ist nur, was bringt mir das? Vielleicht irgendein Item da unten? Oder ein Dungeon? Es ist auf jeden Fall wert, das mal auszukundschaften. Deswegen einmal hier runter. Und dann schauen wir mal. Hier geht es eventuell noch ein bisschen weiter. Okay. Trinas Lilie. Da weiter hinten ist schon die... Wow. Die Brücke, die ich bereits gesehen habe. Da unten sehe ich mega große Blumen, giftige Blumen. Also wenn ich da runterfalle komplett, dann war es das, glaube ich. Möchte ich das wirklich? Oh Gott, ich werde sowas von sterben. Mal ganz kurz. Okay, nee, da ist nichts. Oh Mann. Oh nein, ich Idiot. Ah, scheiße. Ah. Dreck. Und jetzt habe ich meine Runen schön an einem Ort hinterlassen, wo ich nur etwas schwieriger rankomme. Also, puh. Also das heißt etwas schwieriger, aber ich muss halt ein kleines bisschen präzise springen. Sonst sind die Runen komplett futsch. Da habe ich keine Lust drauf. 5000 ist schon genug, dass ich mich darüber ärgern würde. Oh Gott, ich... Ernsthaft? So ein Dreck. Oh no. So lange ist es schon her, dass ich an einem Ort der Gnade gewesen bin. Dass ich hierhin zurückversetzt werde. Oh boy. Da muss ich jetzt aber ganz besonders aufpassen. Habe ich das Haus auch schon erkundet? Naja, Haus. Eher so eine Art übrig gebliebene Burgecke. Keine Ahnung, aber ich möchte jetzt kein Risiko eingehen. Ich glaube, ich muss tatsächlich so rum. Wenn ich rechts rumlaufe, dann komme ich nur bei der Brücke an, also dem alternativen Weg darüber. Und naja. Von da aus auf die andere Seite zu kommen, ist mir zu riskant. Jetzt will ich nach Möglichkeit kein Risiko eingehen, zumindest kein allzu großes. Und lieber direkt durch. Und danach, würde ich sagen, begeben wir uns über die Brücke auf die andere Seite. Die Ruinen da unten sind mir ein kleines bisschen zu tricky. Wobei ich hierüber theoretisch auch runterkäme. Wäre zumindest eine bessere Möglichkeit. Nur schade, dass hier in der Nähe überhaupt kein weiterer Ort der Gnade ist. So, schön vorsichtig. Okay. Ah! Meine Runen sind direkt dort. Das ist ja praktisch. Gott sei Dank. Das Spiel ist nochmal ziemlich kulant gewesen, was das angeht. Ich dachte, ich müsste noch einmal zu der ersten Plattform, zu der ich mit dem Pferd gesprungen bin.
Wobei die Frage ist, ob ich von dort dann auch lebendig zurückgekehrt wäre. Dann wären meine Runen ja quasi die ganze Zeit verloren gewesen. Naja, wobei, es sei denn, ich benutze die Schnellreise, sobald ich sie zurück habe. Na komm, versuchen wir es mal. Okay, das hat schon mal geklappt. So, komm schon. Okay. Wow, scheiße! Was zur Hölle? Oh nein. Oh nein. Oh shit. Oh Gott. Au. Okay. Alter. Wow. Waren das jetzt alle? Sieht so aus. Nee. Nicht ganz. Da in der Mitte ist noch ein Viech. Oh je. Oh Gott, die Blitze sind schon leicht furchteinflößend. Gebe ich zu. Nein! Ich Idiot. Ah. Falsche Taste gedrückt. Zum Objekt einsammeln. Warum kommen hier jetzt random Blitze runter? Fulgurblüte. Sie sind auch schon leicht elektrisch geladen, man sieht's. Wow. Wow, wow, wow. Alter. Oh, die Viecher. Ah, jetzt haben sie aber meine Flaschen wieder aufgefüllt. Die schauen auch überall dort einzuschlagen, wo die Blüten gerade wachsen. Okay, sie schlagen aber auch dann ein, wenn die Blüten bereits gepflückt wurden. Gut zu wissen. Was zur Hölle? Aha. Au, au, au. Ah, okay. Wurde direkt wieder aufgeladen, der Trank. Perfekt. Ja, aber ich glaube, hier ist Endstation endgültig. Mehr gibt es hier nicht zu sehen. Tja. Aber einen größeren Sinn scheint der Ort hier dann auch nicht mehr zu haben, außer für diese eine Blüte. Was haben wir hier? Gnade versuchen, umso mehr Achtung Karte. Ja, war das quasi so ein Hinweis darauf, von wegen, Alter, benutzt lieber die Schnellreise, um von hier wegzukommen und versuch nicht noch irgendwas anderes. Dass man die Schnellreise von jedem Ort aus benutzen kann, ist in diesem Fall auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Sonst hätte ich noch irgendeinen Weg nach unten finden müssen, bis in, an den Boden der Schlucht hin. Ja, und dann hätte ich mal sehen können, wie ich weiter zurechtkomme. Wie ich dann wieder zurück nach oben komme. Das wäre witzig gewesen. So, Flaschen. Flaschen verstärken, genau. Menge der mit Flaschen aufgefüllten LP-FP mit einer Heiligenträne erhöhen. Ja, bitte. Menge wurde erhöht. Sehr schön. Flaschenaufladungen kann ich wahrscheinlich immer noch nicht. Ich habe ja noch keine zweite goldene Saat gefunden. Gut. Ah, Flasche mit Popotränen plus 2. Und mit Himmelstränen plus 2. Sehr schön. Damit sind unsere Tränke schon mal ein kleines bisschen kräftiger. Ups. So wie es sein soll. Ich nehme mal an, der Weg da unten führt mich in die Schlucht hinein, oder? Hier wäre ja theoretisch auch nochmal so ein Dorf, das ich wahrscheinlich erkunden kann. Und von dem aus man sich eventuell nach unten in die Schlucht begeben kann. Moment. Bevor ich weitermache... Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich den Ort da oben erkundet habe. Deswegen schaue ich ihn mir vorsichtshalber nochmal etwas genauer an. Überall diese Blumen. Nicht gut. Wow, wow. Waldaussichtsturm, ja moin.
So. Nice. Der wäre erledigt. Hallo. Okay. Was zur Hölle? Da unten war auch gerade jemand? Interessant. Ich kletter mal bis ganz nach oben. Hi, was geht? Ja, na toll, ich wollte die Leiche plündern. Danke, Spiel. Tö. So viel dazu. So, Handballiste. Und Ballistenbolzen. Nett. Ja, der Truhe konnte ich ja wohl trauen, weil warum sollte hier noch was Großartiges sein? Bei dieser engen Stelle. Ich misstraue ja sonst immer dem Spiel, aber hier an der Stelle jetzt. Was war das? Fußsoldatenstulpen. Ah. War das der Typ, den ich gerade eben runtergeschmissen habe? Oder liegt er woanders? Nee, das scheint er gewesen zu sein. Gut. Ja, so viel zu dem Turm hier. Scheint nichts weiter hier zu sein. Oder? Nice. Nee. Hier ist nichts Großartiges. Moment. Da wurde noch eine goldene Rune von den ganzen Giftpuderpflanzen bewacht. Kann ich mir natürlich direkt wegsnacken. Genauso wie die goldene Rune. Was zur... Affen? Die machen zumindest Affengeräusche. Aber so richtig typische Affen-Sounds. Die greifen mich aber auch null an. Selbst wenn ich denen direkt vorm Gesicht stehe. Ha! Sehr interessant. Da hinten habe ich, glaube ich, aber ein bisschen Gnade gesehen. Ja. So, Leute. Dann würde ich an dieser Stelle erstmal gerne für heute den Part beenden und dann werden wir uns hier noch etwas genauer umschauen. Ich wette, hier wird sich noch ein Dorf finden lassen. Hier eventuell auch noch etwas Besonderes. Hier scheint eine Lichtung zu sein. Hier auch noch etwas. Und ja, der Rest scheint dann diese Schlucht hier zu sein. Keine Ahnung, ob da am Ende auch noch was zu holen ist, aber das werden wir dann ja gemeinsam rausfinden. Naja gut, für heute würde ich erstmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!